Na du, herzlich willkommen zu Vanished. Ja, endlich ein neues Spiel. Ja, also ich habe mir das vorhin bei Steam gekauft und ich dachte mir, wir spielen mal dieses Aufbauspiel, diese Aufbausimulation, ein Strategiespiel, wie auch immer man es nennen mag. Man hat hier seine Dorfbewohner, die man bei Gesundheit halten muss. Und die man sich einfach kümmern muss, dass die über Winter und Winter und nochmals Winter, also dass sie halt über sehr viele Winter kommen und ja, das Ziel des Spiels ist es halt, so lange wie möglich, naja, sozusagen eine Stadt aufzubauen, dass die dann auch von der Infrastruktur, sage ich jetzt mal her, funktioniert. Heißt, dass genug zu essen da ist über die Winter, wenn nichts angebaut werden kann, dass genug Feuerholz da ist, dass alles halt funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir klicken mal auf New. So, hier können wir uns jetzt einen Townnamen ausdenken. Folgendes. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, was wir denn für einen Namen nehmen könnten. Aber mir ist einfach nichts eingefallen. Also, wir können hier mit diesem Dings einfach irgendeinen random Namen auswählen. Ich habe mal gegoogelt nach lustigen. Ich fand diesen Namen. Moment, ich zeige euch das mal. Ach so, man kann nichts markieren. Okay. Wie wär's denn? Da. Moment. Wie wär's denn damit? Ursula Poppenricht. Das soll es wirklich geben. Habe ich gelesen. Ich find's super. Wir nehmen das einfach mal. So, Mapseed habe ich jetzt. Keine Ahnung. Klicken wir einfach ein paar Mal drauf. Und dann wählt er uns automatisch einen aus. Terrain Type. Valleys und Mountains, wir nehmen Valleys, weil man natürlich auf Bergen nicht so toll anbauen kann. Okay. Terrain Size. Wir machen natürlich einen auf groß, oder? Also ich würde sagen, wir machen mal Large. Climate. Mild. So Zwischending und sehr, wie soll man sagen, hart. Also. Ich bin ja für mildes Klima, aber wir nehmen mal dieses hier, weil ein bisschen Regen kann ja nicht schaden. Disasters lassen wir an, weil dann, denke ich mal, wird ein bisschen Spannung reingebracht. Also ein bisschen Krankheiten, wenn mal irgendwas brennt oder sowas, glaube ich, ist das. Und Starting Conditions auf Easy, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu schlecht bin. Nee, es ist wirklich, ich habe das schon mal angespielt. Also wenn man hier nicht auf alles Mögliche Acht gibt, dann kann man auch am Anfang schon gleich abkacken. Und deswegen stelle ich das hier auf Easy. Und dann haben wir eine kleine Familie. Also ein Easy Game begins with six families. A large amount of clothing, food, firewood, building materials and tools are provided. Homes and storage areas have already been built. Seeds for fields and ore carts are available, as well as a herd of livestock. Okay, das hört sich gut an. Und ich würde auf OK klicken. Ladebildschirm. Ah, cool, im Hintergrund, also weniger cool, wenn man es dann hat. Im Hintergrund sieht man dann so eine verbrannte Area. Also so ein kleines verbranntes Dorf. Ich hoffe, uns passiert das nicht, aber, ne? Deswegen, ja, was gibt's zu Banished noch zu sagen? Also, wie gesagt, es ist ein Aufbauspiel, Strategiespiel und es wurde nur von einem einzigen Entwickler entwickelt. Ja, also Shining Rock Software alias Luke Hodorowitsch. Hodorowitsch, glaube ich, so wird er ausgesprochen. Ja, der hat das ganz alleine programmiert und es sieht verdammt gut aus. Also mir gefallen die Texturen richtig gut. Und ja, ich glaube, wir warten mal so lange, bis es losgeht. Trading goods with the natives. Adding moisture. Was? Moisture to. Ach, egal. Es ist mir zu schnell. Ich kann nicht so schnell reden. Lesen. So. Lalalala. Loading. 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 Waiting for herbs to grow. Ja, dann warten wir schon ziemlich lange. Creating, sag mal, jetzt wird's aber langsam mal Zeit hier.
Da stand gerade Namen generieren für das für die Bevölkerung. Finde ich cool. Also, ich würde dann gerne anfangen, wenn das möglich wäre. Hallo? Bitte lass mich. Ja. Und man hört die Leute quatschen. Okay. Klingen alle sehr munter. Und das ist unser Dorf. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Familienhäuser. Also Holzhäuser. Und die klauen sich erstmal alle zu futtern. Na klar. Was auch sonst. Dann haben wir hier eine Storage Barn. Okay, also ein Lagerhaus, ein großes. Dann haben wir hier Stockpile, also naja, Lagerplatz für die ganzen Ressourcen. Und Ressourcen haben wir hier. Stein, Eisen und Holz. Und es ist gerade, also so wie es aussieht, es ist Herbst. Können wir gleich mal nachgucken. Und wir haben einen Fluss, das ist auch nicht schlecht. Und wir sind nicht auf einer Insel gelandet, das ist auch gut. Haben viel Wald rundherum, was auch nicht schlecht ist. Und ja, wir gucken mal unten die Leiste einfach mal ein bisschen durch. Hier können wir die Simulationsrate einstellen. Das ist ganz toll, aber ich lasse sie erstmal so, wie sie gerade ist. Ja. Dann haben wir unten, was hier? Shows General Statics. Ah, okay. Also hier haben wir so alle Informationen auf einen Haufen geworfen. Wir haben frühen Frühling. Ja, frühen Frühling, kennt man ja. Dann haben wir 150 Logs, also Baumstämme. Baumstämme. Haben. Ich gehe mal mit der Maus hier und dann bewegt er mal das Bild. Feuerholz 75, das Futter und hier alles, was wir so haben. Die Happiness ist noch voll, die Gesundheit auch noch, das ist schön. Wir haben momentan 12 Erwachsene und 7 Kinder und es ist 37 Fahrenheit, Grad Fahrenheit, warm. Oder kalt, keine Ahnung. Ich glaube, es ist relativ kalt. Oder es ist. Doch, das sind Fahrenheit, weil 38 Grad wären schon. Also, das wäre schon, ne? Okay, dann haben wir hier eine. Okay, also so eine Liste von aktuellen Geschehnissen. Ein Kompass. Eine große Map. Dann haben wir hier. Die Liste ist sehr wichtig. Die schiebe ich mir schon mal hier hin, denn hier können wir einstellen, wer wo arbeitet. Also heißt, wenn wir jetzt irgendwas bauen, dann brauchen wir Bilder, also die das bauen, also poppt der Baumeister und so, und die können wir dann hier einstellen, sag ich mal. Und das andere, ja, das können wir uns später angucken. Dann haben wir hier ein Woodenhaus, die wir hier schon stehen haben, ein Steinhaus und ein Boardinghaus. Das ist, glaube ich, genau, so eine Wohn, na, wie so ein Wohnheim, sag ich mal, also wo viele Familien zusammen wohnen können. Dann haben wir hier Straßen, verschiedene Brücken sehe ich und einen Tunnel. Dann verschiedene Lagerplätze, einen Markt. Ja, das passt hier gut rein. Dann haben wir hier. Ah, okay, verschiedene Town Services. Dann haben wir hier was zum Anbauen und hier die Rohstoffproduktion und Verarbeitung und hier können wir Rohstoffe abbauen. Okay, ich würde sagen, wir müssen ja mal was machen. Und zwar, das Wichtigste ist, es ist Essen, ne? Dann würde ich mal sagen, bauen wir uns mal ein paar Felder an. Heißt, hier unten auf den Apfel und was war mein Feld? Croup Field. Bäume. Okay, das ist hier Gatherers Hut. Okay, also das ist ein Feld. Und dann bauen wir das mal hier hin, würde ich sagen. Gucken, wie groß wir das machen. Ich würde es sehr gern quadratisch machen, wäre schon cool. Croup Field 9x9. Klingt gut. Machen wir erstmal hier hin. Genau, und jetzt sieht man, also hier, Croup Field. So, müssen wir 14 Dinge removen. Fangen auch schon an hier fleißig abzubauen. Und in der Liste hier oben ist jetzt hier eine 2. Heißt, wir brauchen 2 Bilder. Klick, klick. Und dann werden die schon dran arbeiten. Und es pisst hier. Geht ja gar nicht.
Zwischendurch bricht immer die Framerate ein bisschen ein. Das liegt an meinem Computer. Juhu, weil durch Regen und so da. Aber es geht, es hält sich in Grenzen, ne? Okay. So, was machen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch alles? Um hier unsere kleine Bevölkerung hier. Matty, hallo, oder Matthew, keine Ahnung. Um unsere kleine Bevölkerung hier am Leben zu erhalten. Hier haben wir noch Kühe rumstehen. Ich schätze mal, das sind unsere. Die müssen wir dann auch später einzäunen, damit die uns nicht fortlaufen. Ja. Roads and Bridges. Town Services. Resource Production. Was haben wir da so? Wir haben einen Woodcutter. Das ist sehr gut. Dann haben wir Forest Lodge. Herbalist. Blacksmith, ein Schneider, einen, ach alles, also Schmied, Schneider, Brauerei ist auch ganz wichtig, also das sollten wir gleich als erstes hinbauen. Quarry ist ein Steinbruch und eine Mine, wo wir dann Eisen, glaube ich, und Kohle rausholen können, wenn ich, oder? Genau. Wie weit ist das Feld? Fleißig, fleißig. Ich habe so gleich ein paar Bäume gerodet. Geht hier sehr flink, also das sind, nee, das sag ich jetzt nicht. wie viel haben wir denn noch von, oh, Feuerholz ist jetzt nicht so viel. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns mal, oder wir lassen bauen, einen Woodcutter. Passt der hier dazwischen? Also wir können die halt hier beliebig drehen, wie man sieht. Und ich glaube, die Pfeile da sollen mir zeigen, dass da eine Straße lang soll oder dass das dort die sozusagen Anschlussstelle ist, wo die dann auch reinlaufen. Der macht sich hier ganz gut, ne? Jo. Okay, dann brauchen wir einen Builder mehr. Also drei. Ach ne, hier sind wir schon fertig. Okay. Gut. Dann, was ist hier? Das ist ein Stoppzeichen. Noch das Fragezeichen. Ah, gerade kurz gespeichert, deswegen der kleine Hänger. Select the group that is planted in this location. Okay. Also wir können Kartoffeln und Paprika anpflanzen. Ich glaube, also Paprika ist zwar was für die Abwechslung, also könnte man noch ein zweites Feld bauen, aber ich würde erstmal Kartoffeln anbauen, weil die ja ein bisschen nahrhafter sind. Ja, okay, jetzt das hier enable oder disable. Okay. Schalten wir das Arbeiten an. Jetzt hier ein Fragezeichen. No citizens are available to work at this location. Okay, also müssen wir jetzt noch einen Woodcutter einstellen, ne? Nee. Ach nee, kein. Ach, Woodcutter doch nicht. Sondern, Farmer. Hier. Zwei brauchen wir. Cool, dann bauen die hier unsere Nahrung an. Hier wird fleißig gesägt in der Luft, aber okay. Okay, die bauen jetzt. Also, Ressourcen werden dann immer rangetragen, glaube ich, ne? Werden dann hier. Genau, wir haben noch 62 Steine, 72 mit Eisen und 133 Loks. Das ist erstmal gut, aber Feuerholz, wie gesagt, sieht jetzt nicht so toll aus. Deswegen bauen wir das hier gerade. Also, von außen sehen die Texturen gut aus, von innen sieht das aus wie so ein. Eine Beschichtung von Ikea. Da, so. Okay, aber nur an der Stelle, glaube ich, ne? Ja, mit der Eingang. Gut. Mö. Ist ja gut. So. Also diese Eisenblöcke hier sind ja schon ziemlich groß. Mich würde mal interessieren, Framerate, hallo. Mich würde mal interessieren, wie viel man aus so einem Ding da, wie viel da rauskommt. Also, wie viel die da abbauen können. Da müssen wir hier und dann auf Collect Stone, Harvest Trees und Collect Iron, genau. Das ist ja Eisen. Dann. Achso, dann müssen wir das so ziehen. Okay. Jetzt wird das da abgebaut. Und ich sehe gerade, dass wir hier oben keine Bilder mehr brauchen. Können wir die wieder abziehen? Und die Laborer übernehmen perform easy work such as clearing areas, moving products, goods.
to Storage. Okay, also die machen sowas hier wie abbauen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viel der hier rauskloppen kann. Okay, ja, die wollen auch beschäftigt werden. Ich verstehe es ja. Okay, wie viel ist das? Hat er jetzt aufgenommen? Hallo? Du da? Inventory. Zwei Iron bloß aus so einem großen Klotz. Ja, na gut. Okay, ist fertig. Also müssen wir jetzt einen Woodcutter einstellen. Und der zerkloppt jetzt das Feuerholz für den Winter. Und ich würde jedoch gleich nochmal ein zweites Feld anbauen, oder? Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spät oder übertrieben. Wie sind wir gerade? Also welche Jahreszeit? Haben Spring, also Frühling, also okay, das können wir machen. Würde ich sagen, ne? Da bauen wir uns noch ein kleines Feld. Und das bauen wir direkt hier ran. Da. Rot. 9x9 machen wir das auch wieder, ne? 9x9. Ja, genau, 9x9. Zack. Brauchen wir wieder zwei Bauarbeiter. Das für uns abbauen. Sehr schön. Und die sind hier auch fleißig am Anpflanzen. Man sieht zwar noch nichts. Och, ist auch noch null. Okay, gut. So, wo ist denn unser Woodcutter? Hier wurde gar nichts gemacht. So eine Schweinerei. Okay, also die Tre. Ach so, ja, gut, ja. Die muss ja natürlich erstmal das Holz hertragen, ist ja klar. Versteht man ja. So. Ich überlege gerade, was wir alles noch so brauchen. Also die Tools nutzen sich ja auch, aber die Werkzeuge, die sie alle ja benutzen, nutzen sich ja auch ab. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht einen Schmied bauen, oder? Ich guck mal kurz, wie viel. Die sind hier drin. Ah, okay. Also wir haben noch 21 normal, also leichte Kleidung, also nicht wirklich warme. Und also die wird sie nicht wirklich sonderlich warm halten über Winter. Also es reicht, aber es ist jetzt nicht so gesundheitsbewahrend, sag ich mal. Und Iron Tools haben wir noch 38. Okay, das ist erstmal okay. Es wird erstmal reichen. Und dann, ja, was brauchen wir denn? Ich würde Town Services brauchen wir erstmal, glaube ich, nix. Das ist jetzt nicht so wichtig. Häuser, wir haben uns auch noch, also noch sind alle zufrieden, wie es aussieht. Also noch keine Obdachlosen. Roads. Straßen. Das könnte man eigentlich ja machen. Oder Dirt Road ist erstmal, das ist jetzt nicht so aufwendig. Könnten wir. So. Und. So. Können die das leichter erreichen, die Felder. Und hier warte ich einfach mal, damit ich es besser sehe, wenn das Feld fertig ist. So, die hackt jetzt hoffentlich Holz hier, ne? Hau drauf. Los, Omi. Hau drauf, hau drauf. Doll oder Dell. Hör, hau drauf, hau drauf. Die ist erst 14. Kinderarbeit. Na gut. Uns nützt ja was, also wollen wir mal nicht meckern. Ich würde gerne die Kühe unterbringen. Ja, siehst du, beschweren sich schon. Das machen wir am besten hier so hin, ne? So, hier. Geht das nicht? Wo war das? Storage? Nein. Town Services? Nein. Food Production? Oh, das hört sich. Ehrlich, bei Food Production, das hört sich gemein an, finde ich. Hört sich gemein an. Okay, okay, da können wir auch eine Area auswählen. Ich würde hier wieder eins freilassen. Da auch. Ne, hier können wir. Hier an den Weg ran. Können wir aber ein bisschen größer machen, weil es sind ja ganz paar Kühe. Können wir so lang machen wie das Feld da hinten. Ich muss das mal. Mist! Nein! Mist! Nein, noch nicht! Kann ich das wieder wegmachen? Bitte, das ist wieder. Ich will das wieder abbrechen. Hör auf! Kann ich das wieder abbrechen?
Was ist das denn jetzt? Ach, hier. Ah, okay. Hier, das bitte. Bitte das. Breche das ab. Okay, jetzt haben wir hier nichts mehr. Das ist gut. Dann auf ein neues. Zack. Und hier eins. Da. Ran. Dann so groß wie das Feld. Und hier hinten können wir auch. Können wir ruhig bis da hingehen, ne? Ist leicht übertrieben, aber das schaffen wir schon. Stellen wir hier noch zwei ein, dann haben wir das vollständig. Das macht unser Feld. Oh, da wächst schon was. Sehr schön. Da sind schon ganz kleine. 8%, okay. Naja, das braucht er halt. Das ist normal. Hier sind sie auch fleißig am Bauen. Sehr schön. Auch der Weg wird schon gemacht. Das ist ja super, wie die hier alle fleißig am Schuften sind. Und ja, haben wir noch ein kleines Autosave gemacht. Und das war also die erste Folge Banished. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich gefällt das Spiel sehr gut. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo natürlich auch, Schleichwerbung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann wieder und gucken, was aus unserem kleinen Dörflein hier wird. Und ich hoffe, wir schaffen es über den ersten Winter. Bis zur nächsten Folge. Ciao.